Erdheilung. Die heutige Heilung richtet sich an die Erde, unter anderem verbunden mit den Themen der geopathologischen Belastung am Erdgitternetz, welches sich belastend anfühlen kann für die verschiedenen Lebewesen, darunter natürlich auch der Mensch. Diese Verwerfungen und die geopathologischen Belastungen sind da, weil sie aus vorzivilisatorischen Inkarnationen resultieren und nach wie vor ihren unbewussten energetischen sowie auch informativen Nachhall auf der Erde markiert haben. Darunter zählt jetzt in diesen Tagen zur Auflösung das Trauma des Machtmissbrauchs im Kontext vom Untergang der hochzivilisatorischen Kultur Atlantis. Die Erdheilung wird somit hier initialisiert, um dieses alte Trauma der Erde, verursacht durch den Machtmissbrauch und Untergang Atlantis, weitestgehend zu heilen und darüber hinaus auch eine Entspannung auf das Erdgitternetz zu geben, welches die geopathologischen Belastungen bei vielen von uns verursachen kann. Es entspannt somit auch die Erde und die Verwerfungen können sich beruhigen, weil es ein Hilferuf, ein Schrei der Erde ist, welche Heilung bedarf. Diese Heilung hier kannst du auf spezifische Stellen der Erde geben, indem du sie abspielst, indem du darum bittest, dass diese Energien sich hier für jene Stelle in deinem Leben an jenen Orten manifestieren können, um die Heilung an die Erde zu geben. Ich danke dir für das Teilen und mit dabei sein, damit diese Heilung für die Erde und somit auch für all ihre Bewohner gewährleistet werden kann. Herzlichen Dank. Und somit arbeiten wir mit drei Essenzen von Heaven's Door, darunter als erstes Tempel von Atlantis für die Erdheilung und die geopathologische Entspannung. Ja, mit Tempel von Atlantis ist es wunderbar. Es gibt eine Schutzhülle für die Erde, um negative Angriffe abzuschirmen, die missbräuchlicher Art sind, manipulativer Art, welche auch das Wesen der Erde verletzt haben. Und das sind so Hintergrundprogramme, die laufen im Rahmen der Entwicklung der Erde, die befreit und entlastet werden wollen. Weil das ist so, wie als würde man mit einer elektronischen Fußfessel oder mit sonst einem Klotz am Bein umherwandeln und versuchen, in den Aufstieg zu gehen. Aber wenn diese Fußfesseln nicht gelöst sind, so kann der Aufstieg auch nicht stattfinden. Das heißt, die Weiterentwicklung, die Bewusstseinsbefreiung und somit auch die alten Krusten und alten Narben und Verwundungen, welche die Erde erfahren hat. Dann kommt als nächstes die Oktopus-Essenz, welches sowieso eine plutonische Essenz ist und von großer Angriffslust und Machtmissbrauch, Manipulation bestimmt wird, in einem Sinne, dass sie heilend wirkt auf jene Themen.
um diese tiefsitzenden Ängste auch der Erde, welche auch uns belasten und andere Systeme, Ökosysteme belasten, damit diese befreit werden können. Und damit alles, was in der Dunkelheit verborgen liegt, die Schnüre und die Ketten, die Einschränkungen, die Unfreiheit der Erde befreit werden dürfen. Und es geht hierbei ganz stark auch darum, wie sich diese Themen spiegeln im Menschen. Sprich, wo gibt es bei dir egobehaftete Strukturen manipulativer Art, egoistischer Art, genährt aus Mangel, aus Angst, aus Hochmut und Niedertracht, aus Gier, aus Besitzen wollen, aus Angst jedweder Art, was befreit werden will und wo du das tiefe Fühlen unterdrückt hast, aus Angst. Und somit auch davongerannt bist, aus unterschiedlichen Gründen, in unterschiedlichem Tempo, in und mit Vermeidungstaktiken, um dich dem nicht stellen zu wollen. Es ist ein Schatten, es ist ein Schatten aus der Erdenergie, der abgegeben wird, der sich spiegelt in deinem Schatten. Und somit diese Verstrickung mit dir verursacht. Und wo es darum geht, nicht wegzurennen, sondern stehen zu bleiben und zu schauen, welcher Anteil sich hier in dir spiegelt und durch dich erlöst werden möchte. In dir sowie auch systemischer Art. Und mit systemischer Art ist gemeint im Familiensystem, in anderen Systemen, in denen du unterwegs bist, im und für die Erde, wo es darum geht, dass du verantwortungsvoll mit dir und der Erde und mit den Systemen umgehst, unter Einhaltung und Respektierung sämtlicher Grenzen, auch deiner Grenzen. Gut, ich gehe weiter zur nächsten Essenz, das ist die schwarze Koralle. Hier geht es wirklich um Niedertracht, Kampf, Bösartigkeit, Negativität, Toxizität, Beschwörung, Angriffe, mentale Manipulation, emotionale Manipulation. Abspaltungen jedweder Art von dir und die ihren Ursprung finden eben auch in deiner Inkarnationsbiografie, welche in jedem Fall auch einen Berührungspunkt zum alten Atlantis hatte und sich spiegelt hier mit den Erdthemen. Und wo es Verletzung gab, Verschmähung, Verrat, als ein Aspekt, den du nicht siehst oder noch nicht siehst oder in deinem Bewusstseinsfeld noch nicht hinreichend korrekt an jener Stelle individueller Art sowie auch systemischer Art einordnen kannst. Und somit eben weiterhin über das kollektive Unterbewusste dein Unterbewusstes antriggert. Das hat mit sehr tief sitzender Angst zu tun, denn sonst würden wir ja nicht wegrennen, weil jeder rennt, wir alle rennen. Es ist ein Schutzmechanismus, um uns nicht mit diesen so tief sitzenden Ängsten und mit der damit verbundenen Verletzung
und den Schmerzen auseinandersetzen zu wollen. Und auch die Überhöhung und die Besserwisserei, die gesamten Schattenaspekte des Menschseins, dass wir das Gefühl haben, wir wären etwas Besseres als die anderen, als andere Wesen, Energien, Entitäten, aber auch innerhalb des Menschseins selbst, dass wir uns ja überhöhen, hochmütig darstellen gegenüber vielleicht anderen Kulturen und Denkformen, nur weil wir sie nicht richtig anschauen, annehmen, integrieren, uns einlassen. Und dies heilt mit der schwarzen Koralle, weil es ist ein altes Stigma, auch aus einem unbewussten Schatten vorzivilisatorischer Art, hochmütiger Art, welches übernommen wurde in die neue Zeit, um dieses zu lösen und zu transferieren und zu befreien. Und somit ist es ein Überbleibsel eben auch im kollektiven Unterbewussten, was mit uns das Schattengespenst spielt. Und mit sehr viel Schmerz und Trauer und Angst und Trauma verbunden ist. Gut, Vergebung, Heilung auf allen Ebenen. Erzengel Raphael. Wundheilung, Wundschließung, Wundversorgung im besten Sinne für die Erde. Dadurch, dass das Trauma nun freigegeben wird, die Ängste. Heilung geschieht. Ja, wunderbar. Das ist sehr schön zu sehen, wie das Herz der Erde nun so wie so einen Hüpfer macht und aufspringt und ja, so wieder belebt wird. Das war nämlich sehr, sehr, sehr kummervoll auch für die Erde, wie als hätte sie einen Dorn in ihrem Herzen. Und wir können das nicht irgendwie von uns ablenken, denn es spiegelt sich auch in unseren Themen und es soll angeschaut und transformiert werden. Gut, Erzengel Samuel. Wunderbar, ein Liebesbalsam. Trost, Liebe, Fürsorge, Zuneigung, ja, diese ganzen sanften, mütterlichen, feinen Energien. Ach, das ist richtig schmeichelhaft, das tut der Erde so richtig gut. Auch das innere Kind der Erde wird damit so liebevoll behütet, genährt. Ah, schön, schöne Vibrationen, welche nun von der Erde ausgehen. Das ist so wie, als würde vom Inneren der Erde so Liebe ausgesendet werden in
die zuvor belasteten Zonen. Liebe, 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 Liebe. Wunderschön. Ganz viel Liebe, super viel Liebe und Zartheit. Warme Energie. So, ja, jetzt geht es langsam zu Ende. Ja, schön. Das war mal so eine erste Session. Es wird sicherlich noch weitere Heilung brauchen. Und ich danke dir fürs Dabeisein, fürs Teilen, fürs öffentliche Auflegen dieser Energien, wo auch immer sie gebraucht werden. Können Sie da noch zusätzlich eine Verankerung und Verbreitung dieser Energien bewirken? Danke dir.